Was geht ab, Freunde, und herzlich willkommen hier zurück zu einem weiteren Video auf meinem Kanal. Heute gibt es eine weitere Episode von Ich errate das Alter meiner Zuschauer anhand ihren Gaming-Setups. Ihr findet wie immer die E-Mail-Adresse für die Teilnahme in der Videobeschreibung. Ihr könnt das Ganze auch über Instagram zuschicken, aber ich muss auch hier sagen, wenn ihr eine etwas hochwertigere Einsendung machen wollt, dann macht es über die E-Mail. Und wenn ihr einfach auf schnelle Welle kurz euer Setup zeigen wollt, dann könnt ihr es auch über Instagram machen. Aber die E-Mail wäre schon besser. Wie gesagt, Instagram ist eher so für eine schnelle Einsendung. Lasst auf jeden Fall noch schnell ein Like da. In der Zeit öffne ich meinen Red Bull und trinke einen Schluck. Die Leute, die jetzt einfach nur zugeguckt haben, wie ich meinen Red Bull geöffnet habe und kein Like da gelassen haben, sind 31er. Ihr Schmort in der Hölle. Ich würde auf jeden Fall hier eine Monitorhalterung kaufen, weil alleine schon mal durch die Füße von den Monitoren ist gefühlt der ganze Tisch schon bedeckt. Und durch eine Halterung würde das Ganze halt nochmal ein bisschen cleaner aussehen und du hast einfach mehr Platz dadurch. Deswegen, Tischhalterung würde ich auf jeden Fall noch kaufen. Das sind 35 bis 40 Euro, die kann man noch investieren. Und ansonsten finde ich das eigentlich schon relativ stabil. Technik geht natürlich immer besser, aber Möbel, Gamingstuhl, Wanddeko und so Sachen, das passt eigentlich schon alles. Deswegen würde ich sagen, dass der Mann 13 ist. Hallo Gary, ich bin Max. Ach, 12, Digga. Schon wieder ein Jahr, ne? Dieses eine scheiß Jahr. Beim ersten Setup schon mal reingeschissen, immer noch 0 Punkte. Aber, was ich auf jeden Fall sagen kann noch, diese schwarzen Wallpanels, die haben was. Ich glaube, ich habe die jetzt auch zum ersten Mal so gesehen. Bis jetzt hat jeder die in weiß bestellt. Aber auch in schwarz kann das schon sehr gefährlich kommen. Ich glaube, das hatten wir. Ja, das hatten wir schon. Da kann ich mich noch dran erinnern. Aber der hat es nochmal geupgradet, weil ich glaube, der PC war damals nicht so gut. Und er hatte auch eine andere Monitoraufteilung. Würde ich jetzt einfach mal so sagen. Und wenn wir mal ganz ehrlich sind, das Setup ist geisteskrank von ihm. Beziehungsweise der komplette Raum, kann man ja schon sagen. Und scheiße, das war gar nicht mal so lange her. Das waren vielleicht 3, 4 Episoden. Und ich kann mich einfach nicht mehr dran erinnern, wie alt der Mann war. Aber das müsste ungefähr so 17 oder so gewesen sein. Oder war es? Nee, warte mal, der war älter. Ach, keine Ahnung, ich weiß es nicht mehr. Ja, er hat auf jeden Fall hier 3 Monitore mit einer Monitoraufteilung, die man eher selten so sieht. Finde ich aber richtig geil, wenn man halt relativ viel am PC arbeitet. Für so Business-Sachen und so ist die Monitoraufteilung da einfach perfekt. Ich finde auch die gewählte Farbkombination vom PC extrem geil, aber ich würde das auch auf dem Wallpaper noch anpassen. Sprich, vielleicht auf Wallpaper Engine, da findet man eigentlich alles. Da vielleicht nochmal ein Wallpaper raussuchen, das die ähnliche Farbkombination hat wie halt der PC. Weil wenn man das schafft, irgendwie eine geile Rainbow-Optik beim PC einzustellen, plus nochmal ein passendes Wallpaper, das sieht einfach so unfassbar clean und geil aus. Du hast hier auf jeden Fall auch einige Sachen von Dragon Ball und Star Wars, also ich glaube, da findet sich auf jeden Fall noch ein geiles Wallpaper. Ich habe noch nie einen Zuschauer gesehen, der so viel gesammelt hat. Auch nochmal hier bei der Couch. Der hat wirklich jede mögliche Popfigur. Das Einzige, was mich ein bisschen stören würde, wäre da dieser Hamster... Scheiße, Digga, es ist so ein 30er. Aber dieser Hamsterkäfig oder keine Ahnung, was da drin ist, ein Hase oder so, der ist irgendwie, keine Ahnung, passt irgendwie nicht so dahin. Der arme Hamster braucht auch seinen Platz, Gary. Du kleiner 31er. Ja, okay, ich habe gesagt 21. Oder habe ich 20 gesagt? Nee, ich sag jetzt 20. Ich sag 20. Ja, ja, nee, das ist schon wieder ein ganz großer Scam hier. Ist egal, ich kann auch 25 sagen, macht keinen Unterschied, der Typ ist 16. Hey Gary, ich war schon mal bei deiner Show dabei und dachte mir, weil ich so viel verändert hatte, schicke ich es einfach nochmal ein. Ich bin 16 Jahre alt und heiße Tim. Digga, aber jetzt mal ohne Spaß, Tim. Wie kann man mit 16 schon so viele Popfiguren und so gesammelt haben? Also, sowas sammelt man ja über Jahre. So eine kleine Popfigur kostet, soweit ich weiß, 15 Euro. Und diese etwas größeren Gaming-Figuren da, Digga, keine Ahnung, für so eine Dragon Ball-Figur bezahlst du auch gut und gerne mal 30, 40 Euro. Und mit 16 dann schon so viel davon am Start zu haben, da musst du ja gefühlt jeden Monat, keine Ahnung, ein paar Sachen davon gekauft haben. Oder wann hast du damit angefangen? Bei mir ist es immer so, wenn ich mir sowas kaufen will, ne, dann denke ich mir einfach, scheiß drauf, ist nur Deko. Ich bezahle jetzt keine 50 Euro für irgendeine Gaming-Figur. Nächstes Setup und ich habe bis jetzt noch nichts erraten. Scheiße, Punktstand immer noch bei 0. Okay, jetzt muss ich abliefern. Ja, 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 okay, okay, damit kenne ich mich aus. Da bin ich ein Fachmann für diese Altersgruppe. Bin ich ein richtiger Fachmann für. Technik hält sich hier erstmal an Grenzen. Also haben wir schnell durchgearbeitet. Er hat aber erstmal darauf geachtet, dass er auch einen stabilen Tisch hat. Und auch hier haben wir wieder genau dasselbe System von eben. 2 Alex-Regale mit einer Tischplatte.
Das ist die 1,86er Platte. Und damit hat man schon mal eine solide Grundbasis, die man einfach braucht, um ein Setup aufzubauen. Du kannst dir 3 Monitore kaufen, du kannst dir einen fetten PC holen, aber wenn der Tisch scheiße aussieht, klein ist, dann sieht dein Setup immer scheiße aus. Das heißt also, das Erste, was man machen sollte, wenn man sich ein Setup baut, ist erstmal darauf achten, dass man einen cleanen, geilen, großen Schreibtisch hat. Und damit hat er auf jeden Fall schon mal alles richtig gemacht. Und jetzt kann er in Zukunft die Technik so upgraden, wie er will. Ich sag, dass der 12 oder 11 ist, eins von beiden. Ich würde jetzt einfach mal sagen 12. Bekomme noch Ende Februar eine PS5 und einen zweiten Monitor. Das ist natürlich big, Digga. Der ist 11 und bekommt noch einen zweiten Monitor und eine PS5. Ja, mit Monitorhalterung und so ist an der Schräge halt schwer zu arbeiten. Oder generell halt so eine Aufteilung, wo du einen Hochkant machst und so. Das geht ja gar nicht mit seiner Schräge. Von daher, ja, einen zweiten Monitor und eine PS5 und das Setup steht. Mit 11. So, weiter geht's mit diesem Setup hier. Ja, ist auf jeden Fall auch wieder eins der besseren. Mit einem Triple-Monitor-Setup, 2 Monitore in der Mitte und nochmal außen einen Hochkant. Ist auch gut, dass er den außen Hochkant gemacht hat, weil, das wäre einfach viel zu weit weg gewesen nochmal, wenn der auch halt quer gewesen wäre. Ja, Gamechanger, ne? Wenn man in seinem Zockerzimmer noch eine Couch hat. Der Bruder, der wurde in den letzten Jahren so enttäuscht. Er hat hier oben noch die ganz alten CODs. Und nach Black Ops 3 ging's dann los. Dann hat COD nur noch reingeschissen. Und ich würde auch sagen, deswegen ist der Mann auf jeden Fall schon über 18, weil er halt einfach diese ganz alten CODs von früher da oben im Regal hat. Von daher sage ich, dass der Mann 19 ist. Hey Gary, ich bin Patrick, 19 Jahre alt und das ist mein Setup, das ich mir in den letzten 2 Jahren zusammengebaut habe. Circa 2700 Euro. Ich habe 19 auch nur gesagt wegen den Spielen oben, wegen Call of Duty. So, weiter geht's mit diesem Setup hier. Und hier sehen wir auf jeden Fall auch, dass der Mann sich für die 30 cm Wall Panels entschieden hat. Also die gibt es ja in 50 cm und in 30. Meine sind in 50. Er hat die 30 cm Variante. Und auch hier würde ich eher empfehlen, die 50er zu kaufen, weil du halt einfach ja, mehr Fläche abdeckst mit weniger Panels. Klare Sache. Ich finde, die sehen einfach besser aus in 50 cm. Aber nichtsdestotrotz hat der Mann auf jeden Fall auch hier wieder beide Wände vollgeklatscht mit 3D Wall Panels. Und das Ganze hat auch wieder 300 Euro oder so gekostet. Mindestens. In diese Ecke da musst du dir eine indirekte Beleuchtung bauen, die einmal die linke Wand und einmal die rechte Wand anstrahlt. Investier nochmal 30 Euro in so einen Winkelrahmen, kauf dir noch einen LED-Strip für 20 Euro. Das wird nochmal einiges von der Optik rausholen, wenn du da in der Ecke diese indirekte Beleuchtung hast. Mauspad ist auch mal was anderes, ein bisschen Farbe reinbringen in den Bums, schadet nie. Der Busch auf beiden Seiten von den Monitoren auf synchron angelehnt, finde ich auch eine coole Optik. Da musst du halt manchmal die Heckenschere auspacken und nochmal kurz den Gärtner spielen, aber ja, macht auf jeden Fall einiges her. Finde ich cool. Nee, es gibt halt einfach keinen Hinweis. Wir sehen hier noch ein paar AirPods. Ich sehe hier noch einen PS5-Controller. Ob er jetzt eine PS5 noch irgendwo stehen hat, keine Ahnung. PC, ja, ist auch in Ordnung so. Mit dem Mikrofon. 14. Kann er, nee, der ist keine 14. Der ist 13. Nee, ist wirklich schon wieder ein Skandal. Hey, Gary. Ich heiße Gabriel und bin 12 Jahre alt. Also nach dem Motto jung und schlechtes Setup brauchen wir heutzutage nicht mehr zu gehen. Die Zeiten sind vorbei. Ich guck nicht mehr lange weiter, der ist auch 12. Ich hab die Taktik draußen. Hier, moin Gary, mein oberer Monitor, pipapo. Ja, wo steht denn das Alter? Hier, ich bin Christian und 12 Jahre alt. Ich hab's doch gesagt. Vor 3 Jahren oder so hätte ich niemals den auf 12 geschätzt mit dem Setup da. Aber heutzutage einfach immer sagen 12 oder 13 und du holst schon deine Punkte. Zwar nicht immer, aber du holst auf jeden Fall deine Punkte. Fortnite am Zocken ist jetzt nicht unbedingt ein Zeichen, dass er extrem jung ist, aber ist schon eher ein Zeichen, dass er so 12 ist. Plus mit so einem Gaming-Tisch, das ist auch schon eher so ein Zeichen. Ja, dann hier die ganzen Sachen, die Urkunde und so. Also ich bekomme in meinem Alter keine Urkunde mehr. Die habe ich früher bekommen, so 5. Klasse. Von daher würde ich den hier auch wieder auf 12, 13 schätzen. Komm, bevor wir wieder falsch liegen, ich sage der 12. Mit 12 fährt man gut. Wehe, wenn der jetzt 15 ist, ne, dann raste ich hier komplett aus. Der kann keine 15 sein. Ja, da ist ein Mädchen, perfekt. Ich fange gleich an zu heulen. Sie ist 13, okay? Wenn ihr noch schlechter seid als ich heute, schämt euch. Ihr müsst mindestens schon mal 2 bis 3 Punkte haben. Nackenkissen, illegaler Zuschauer. Ja, okay. Der ist auf jeden Fall über 13. Mit dem Wallpaper, mit dem relativ cleanen und minimalistischen Aufbau vom Setup ist der auf jeden Fall 14. Moin Gary, ich bin Joscha, 14 Jahre alt und das ist mein Setup. Der rechte Monitor wird noch erneuert und links kommt noch ein weißer PC hin.
Außerdem werde ich mir noch die 3D Wall Panels kaufen. Ja, dann ist das Setup wirklich top nach den Upgrades. Aber, ja, was habe ich denn jetzt gesagt gehabt? Na, 14. War richtig, oder? Ich habe 14 gesagt. Alzheimer kickt wieder rein. Okay, das da sind solche Setups, die gefallen mir immer richtig gut. Clean, schön mit der Wasserwaage gearbeitet. Also da war auf jeden Fall ein Meister am Werk, der sich ein bisschen mit seinem Handwerk auskennt und einen Bleistift hinterm Ohr hatte. So sieht mir das hier aus. Perfekt diese drei Monitore an der Wand befestigt. Ja, da kannst du wirklich drüber Schlittschuh fahren. Überleg doch einfach mal, wie würde das aussehen, wenn alle drei Monitore auf dem Tisch stehen würden? Digga, es würde einfach scheiße aussehen. Ja, ich sehe auf jeden Fall auch noch eine PS5 im Hintergrund. PC sehen wir jetzt auf den Bildern hier nicht. 15, hä? Ja, könnte passen, 15. Ja, scheiße, da steht kein Alter. Da steht nur, hallo Gary, mein Name ist Olli und das ist mein Gaming-Setup. Demnächst kommt noch eine längere Tischplatte, damit ich meinen PC auch auf den Tisch stellen kann. Ja, leider kein Alter, aber auf jeden Fall ein cooles Setup. Komm, ein Setup machen wir noch, weil da wird keiner von euch das Alter erraten. Ich inklusive. Komplette Reizüberflutung. Also die Technik und die Anzahl der Monitore und alles. Extrem krass. Aber leider auch alles auf einem sehr kleinen Raum. Und nur weil er ein kleines Zimmer hat und noch bei seinen Eltern wohnt zum Beispiel, ja, heißt ja trotzdem nicht, dass der jung ist. Von daher sag ich, dass der über 20 ist. Mit dem Setup, man muss auch sagen, er hat extrem viele Möbel. Digga, bei mir, ich habe gar keine Möbel, wenn ich mal ganz ehrlich bin. Ich habe auch gar keine Sachen, so. Ich habe ja wirklich gar nichts. Digga, ich habe mein Setup, das war's. Auch hier zum Beispiel so Sachen wie das LED-Strip auf dem Kleiderschrank, wo die Produkte nochmal so ein bisschen angeleuchtet werden. Dann dieses eigene Logo mit LED-Beleuchtung über dem Bett. Also, der hat sich auf jeden Fall schon viel Mühe gegeben, obwohl der Platz halt sehr gering ist. Von daher, komm, der ist 22. Ach, scheiße. Jonathan 18. Und bin auf YouTube und Twitch besser bekannt als der Teddybär. Einfach der Teddybär. Digga, Junge, sein Logo sieht aber nicht aus wie ein Teddybär, eher wie ein Killerbär. Ja komm, scheiß drauf, wir beenden die Folge. Das soll's gewesen sein, Freunde. Haut rein, bis zum nächsten Mal. Tschüss.